Guten Tag, Fußballfreunde, und willkommen zurück bei Matt Forecast. Und heute das Spiel für euch aus der niederländischen Eredivisie: Ajax Amsterdam gegen die PSV Eindhoven. Der Tabellenerste aus Amsterdam, also gegen den Tabellensiebten. Zuletzt 60% Performance bei Ajax, das heißt zwei Niederlagen. Allerdings beides in Freundschaftsspielen gegen Trabzonspor und Galatasaray. Zuvor drei Siege. In der Liga 2-1 bei Roda Kerkrade und bei Cambuur und gegen Usselmeer Vogels im Pokal ein 3-0 Erfolg. Ja, Eindhoven zuletzt im Freundschaftsspiel gegen Augsburg 1-0 verloren, gegen Lok Plovdiv 3-0 gewonnen im Freundschaftsspiel und zuletzt in der Eredivisie zwei Siege gegen Den Haag 2-0 und bei Utrecht 5-1. In der Europa League gegen Odessa eine 1-0 Niederlage. Bisher natürlich schon einige Duelle dieser beiden gegeneinander. Da hat Eindhoven insgesamt noch die Nase vorn. 20 Siege stehen da zu Buche für die Eindhovener bei 12 Unentschieden und 14 Siegen für Amsterdam. Ja, bester Torschütze bei Amsterdam: Davy Klaassen, 7 Treffer. Siegtorsson, 6. De Jong, 5. Fischer, 3. Und Bojan Krikic, 2 Saisontreffer. Bei Eindhoven: Depay, 6. Lokadia 5, Wijnaldum 4, Maher 3 und Bakkali ebenfalls 3 Saisontreffer. Ja, guckt man sich mal den Saisonverlauf an, dann sieht man, irgendwann haben sich die Wege gekreuzt, ist Ajax aber dran vorbeigezogen an der PSV, Ajax etwas schwächer gestartet. Ja, während die PSV irgendwann so ein bisschen eingebrochen ist und sich jetzt gerade wieder auf dem Weg der Besserung befindet. Was ist dein Tipp für das Spiel? Was denkst du, wie wird es ausgehen? Ja, normalerweise müsste das klar an Ajax gehen, zumal PSV ja nicht mehr so stark ist wie in den alten Tagen, und deswegen sage ich 2-0. Ich sage auch ein 2-0.